Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist das dritte Video in der Serie über Wellen und diesmal geht es um den Doppler-Effekt. Doppler-Effekt, das heißt, wir betrachten Dinge, die Wellen ausstrahlen und sich dabei bewegen. Also wir machen mal einen Vergleich hier. Wir machen mal hier einen Sender, der soll stillstehen und einen Sender, der soll sich bewegen. Und zwar soll er sich bewegen mit der Geschwindigkeit v und das soll 5 Meter pro Sekunde sein und er soll sich hier nach rechts in diese Richtung soll er sich bewegen. Welche Dinge könnten das sein, die hier diese Wellen erzeugen und aussenden? Nun, wir wollen mal dafür Dinge hernehmen, die die Wellen nach allen Seiten ausstrahlen. Das könnten also Sterne sein, die Licht nach allen Seiten ausstrahlen, oder es könnten Lastwagen sein mit Lautsprechern auf ihren Plattformen, die da bei irgendeiner Veranstaltung rumfahren. Die strahlen ja auch ihren Lärm hier nach allen Seiten gleichmäßig aus. Oder das könnten sein Schiffe, die auf dem Wasser hier Wellen aussenden. Also wir sehen schon, wir können das jetzt mit verschiedenen Wellentypen machen. Wir wollen das jetzt erstmal einfach machen und setzen mal ein paar ganz einfache Zahlenwerte hier ein, um überhaupt mal zu verstehen, was dieser Effekt macht. Also wir setzen einfach mal fest, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Das sagen wir, die soll c heißen und die soll 10 Meter pro Sekunde betragen. Das heißt, die Welle soll sich also schneller ausbreiten als der Sender hier. Das heißt, der Sender kann seine eigene Welle nicht überholen. Da geben sich nämlich ganz interessante Effekte, die wir erst in einem späteren Video behandeln werden. Also, warum sagen wir c dazu? Wir sagen c dazu, weil das hier für unsere Betrachtung eine Konstante ist. Wir haben hier dasselbe Medium, denselben Typ von Sender, selben Typ von Welle, also die Geschwindigkeit hier, mit der sich die Welle ausbreitet, ist immer gleich, diese 10 Meter pro Sekunde hier in unserem Beispiel. Der Sender, der soll auch die Welle mit einer bestimmten Periodendauer aussenden, also Periodendauer, das nennen wir T und wir sagen dazu TS, weil das die Periodendauer ist, die wir sagen beim Sender selber beobachten. Das sollen, sagen wir mal, eine Sekunde sein und entsprechend soll meine Frequenz, der Kehrwert dieser Periodendauer, meine Frequenz fs ist ja dann der Kehrwert von 1, also auch 1, ein Hertz oder eine Periode pro Sekunde. So, mit diesen Angaben wollen wir einfach mal anfangen, hier die Wellenberge aufzumalen. Anfangen tun wir hier im Zeitpunkt 0 und das soll so gewählt sein, dass jetzt gerade ein Wellenberg hier aus dem Sender rauskommen möchte. Der steht schon in den Startlöchern. Und das heißt nichts anderes, als dass vor genau einer Sekunde auch ein Wellenberg rausgekommen ist. Denn unsere Periodendauer war ja eine Sekunde. Das heißt, vor einer Sekunde ist ein Wellenberg rausgekommen. Wir wollen uns mal anschauen, wo der ist. Wir zeigen mal nur die höchsten Punkte des Wellenberges. Das ist das, was wir hier mal einzeichnen wollen. Nun, bei dem linken Beispiel, beim linken Sender, hat sich ja nicht bewegt. In einer Sekunde hat sich die Welle genau um 10 Meter fortbewegt. Das heißt, das ist ein Kreis mit Radius 10 Meter. Also jetzt zeichne ich einfach mal einen Kreis mit Radius 10 Meter hier ein. Also wenn das hier unser Maßstab ist, wenn wir sagen, hier das soll die Strecke von 10 Meter sein ungefähr, dann wäre der Kreis also hier so groß etwa. So sähe das aus. Hier auf dieser Kreislinie rund um den Sender, das sind die höchsten Punkte der Wellenberge, die dieser Sender vor einer Sekunde ausgesendet hat. Wie ist das jetzt bei dem bewegten Sender? Sieht das da genauso aus? Nein, das tut es nicht, denn dieser Sender hat sich ja in der letzten Sekunde weiter bewegt. Das heißt, vor einer Sekunde, als er den Wellenberg ausgesendet hat, den wir zeichnen wollen, da war der Sender ja nicht hier, sondern der war 5 Meter weiter links, also ungefähr hier. Und der Wellenberg hat sich von diesem Punkt aus gleichmäßig nach allen Seiten ausgebreitet, also müssen wir hier einen Kreis um diesen Punkt malen. Also 10 Meter Radius. So etwa. Also der Mittelpunkt dieses Kreises ist die alte Position des Senders und nicht die aktuelle Position des Senders.
Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Wellenberg an. Der war vor 2 Sekunden ausgestrahlt worden. Er hat sich entsprechend ein Stückchen weiter schon von der Welle, vom Sender entfernt. 2 Sekunden, das heißt, der hat da 20 Meter zurückgelegt. Das wäre hier also ein Kreis mit Radius 20 Meter rund um den Standort des Senders. So ungefähr. Und hier drüben wieder das alte Problem, der Sender hat sich bewegt. Wo war er denn vor 2 Sekunden? Vor 2 Sekunden war er 10 Meter von der jetzigen Position entfernt oder 5 Meter von der Position, wo er vor einer Sekunde war. Also der war hier. Hier um diesen Punkt, da hat er die Welle ausgesandt, die wir malen wollen. Und die Welle hat natürlich auch wieder von diesem Punkt den Abstand 20 Meter. Denn die Ausbreitungsgeschwindigkeit hat sich ja nicht geändert hier. Also 20 Meter Radius rund um. Diesen Punkt. Und jetzt gehen wir nochmal einen Wellenberg weiter. Jetzt schauen wir uns an, wo ist denn der Wellenberg, der vor 3 Sekunden ausgestrahlt worden ist. Der hat hier mittlerweile seit der Ausstrahlung 30 Meter zurückgelegt. Das heißt, das ist einfach ein Kreis mit Radius 30 Meter rund um den Standort des Senders. Und hier drüben müssen wir erstmal wieder den Standort des Senders finden. Das war der aktuelle, das war der vor einer Sekunde, vor 2 Sekunden, vor 3 Sekunden liegt der genau auf dieser Linie hier. Denn dieser Abstand von dieser Linie zu diesem Punkt betrug ja 10 Meter. Also genau auf dieser Linie, rund um diesen Standort hier, haben sich ja die Wellenberge gleichmäßig ausgebreitet. Das heißt, rund um diesen Standort muss ich hier den Kreis mit 30 Metern Radius malen. So sieht das dann aus. Was heißt das jetzt? Um das ein bisschen besser interpretieren zu können, da engagieren wir mal 3 Helfer. Die stellen wir hier auf. Also der eine Helfer hier, der soll sich mal genau anschauen, was er hier sieht bei diesem stationären Sender. Der nächste Helfer, der soll mal hier stehen. Also der soll diesem Sender hinterher schauen, in der Bewegungsrichtung des Senders, aber er soll ihm hinterher schauen. Und der dritte Helfer, der soll jetzt mal genau in der Bewegungsrichtung des Senders stehen und der Sender soll ihm immer näher kommen. Also die 3 Leute sollen uns mal sagen, was sie sehen, was für Eigenschaften die Welle hat, die sie beobachten. Nun, was sehr offensichtlich ist, ist ja, dass in diesen 3 Standorten die Wellenlänge unterschiedlich ist. Also als erstes lassen wir uns mal einen Bericht über die Wellenlänge geben. Die Wellenlänge hier im ersten Fall, Wellenlänge, das ist einfach der Abstand hier. Das ist die Wellenlänge Lambda. Und wie groß ist der in dem Fall? Nun, der äußere Ring, der war ja 30 Meter weit weg vom Zentrum. Der Ring hier, der war 20 Meter weg vom Zentrum. Der Abstand hier sind genau 10 Meter. Also 10 Meter sind meine Wellenlänge für diesen Fall, war auch nicht anders zu erwarten. Ja, hier in dem Fall ist das ja ein bisschen komplizierter. Wir sehen also, dass auch die Wellenlänge hier variabel ist. Wir suchen uns mal die Wellenlänge hier in der Achse der Bewegungsrichtung. Das heißt, wir wollen uns mal auf dieses Stück, das wollen wir uns anschauen. Auf der anderen Seite schauen wir uns das an. Also das, was diese Beobachter sehen, die Wellenlänge, die diese Beobachter vor sich haben, die wollen wir wissen. Nun, diese Länge hier. Da muss man ein bisschen überlegen. Eigentlich ist mein Abstand von der äußeren zur mittleren Welle ja 10 Meter, aber nachdem sich die Quelle um 5 Meter nach rechts bewegt hat, hat sich ja dieser Abstand um genau dieselbe Entfernung verkürzt, nämlich um diese 5 Meter. Das heißt, hier bleibt mir als Wellenlänge nur noch 5 Meter übrig. Und hier auf dieser Seite ist das genau andersrum passiert. Eigentlich ist mein Abstand zwischen den beiden Wellen 10 Meter, aber die Sender hat sich ja nach rechts bewegt um 5 Meter. Das heißt, ich habe hier also eine Wellenlänge von 15 Meter zu erwarten. Wie lang ist dann die Periodendauer?
Also für diesen Beobachter hier, wenn der erste Wellenberg bei ihm eintrifft, wie lange dauert es dann, bis der nächste Wellenberg bei ihm ankommt? Nun, wenn die Wellenberge gerade einen Abstand von 10 Metern haben, dann dauert das entsprechend der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle natürlich genau eine Sekunde. Das heißt also, meine Periodendauer hier, das was der beobachtet, das ist immer noch eine Sekunde und meine Frequenz als Kehrwert der Periodendauer ist immer noch eine Periode pro Sekunde. Hier drüben hat sich das geändert. Hier haben wir eine Wellenlänge von 5 Metern. Das heißt, wenn ein Wellenberg bei dem Beobachter eingetroffen ist, dann kommt der nächste schon nach einer halben Sekunde, denn die Welle braucht ja nur eine halbe Sekunde, um 5 Meter zurückzulegen. Das heißt, der sieht also eine Periodendauer von nur 0,5 Sekunden. Und für den hat die Welle die doppelte Frequenz, nämlich 2 Perioden pro Sekunde. Kehrwert von 0,5 ist 2. Und der hier, der sieht eine Wellenlänge von 15 Metern, das heißt, für ihn braucht auch die Welle 1,5 Sekunden, um diese 15 Meter zurückzulegen. Das heißt, seine Periodendauer ist 1,5 Sekunden. Und die Frequenz, die der beobachtet, ist also 1 durch 1,5 und das ist sowas wie 0,67, gerundet 0,67 Perioden pro Sekunde. Also das Verblüffende hier an diesem Effekt ist, wenn ein bewegter Sender eine Welle aussendet, dann erscheint diese Welle den Beobachtern unterschiedlich. Ein Beobachter, der in der Bewegungsrichtung des Senders steht, also auf den sich der Sender zubewegt, der sieht die Welle mit einer höheren Frequenz, mit einer geringeren Periodendauer. Und der Beobachter, der dem Sender hinterher schaut, von dem sich der Sender entfernt, der sieht die Welle jetzt mit einer niedrigeren Frequenz und einer größeren Periodendauer. Und das nennt man den Doppler-Effekt. Gefunden wurde der Effekt erstmal theoretisch von einem Herrn Doppler und der wollte damit eigentlich Astronomen helfen. Die Idee war, dass vielleicht aus den Unterschieden im Licht der Sterne, dass man aus diesen Unterschieden vielleicht die unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeit der Sterne gegenüber der Erde herauslesen könnte. Das hat sich aber dann als doch nicht so leicht herausgestellt. Aber wir erfahren ja diesen Doppler-Effekt eigentlich sehr viel leichter hier auf der Erde fast täglich, denn wenn wir irgendwo am Straßenrand stehen und so ein Polizeiauto mit eingeschalteter Sirene fährt auf uns zu, dann sind wir sozusagen in der Position dieses Beobachters hier. Wir sehen die Schallwelle und die Quelle der Schallwelle, die kommt auf uns zu und das heißt, wir nehmen hier eine höhere Frequenz wahr und das ist dasselbe bei Schall, ist die Frequenz sehr eng gekoppelt mit der Tonhöhe. Das heißt, wir nehmen diese Sirene mit einem höheren Ton wahr. Wenn das Auto dann bei uns vorbeifährt, dann sind wir in der Position dieses Beobachters. Wir schauen der Schallquelle hinterher und wir nehmen den Ton mit einer niedrigeren Frequenz wahr. Das heißt, während der Vorbeifahrt des Polizeiautos ändert sich der Ton der Sirene plötzlich von einem höheren Ton in einen niedrigeren Ton. Und ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Das ist eigentlich die beste Demonstration dieses Doppler-Effektes. Ja, dieses Video soll also mehr oder weniger eine Erklärung sein. Ich hoffe, es hat euch geholfen, den Effekt ein bisschen besser zu verstehen. Und wenn ihr noch interessiert seid an einer genaueren Berechnung dieser beobachteten Frequenzen und Periodendauern, dann schaut euch die nächsten Videos an, da wird das noch genauer erläutert werden.